hat man gesagt, das ist hier alles kein Problem von der Haltbarkeit hier. Das kriegen wir in den Griff. So, und hier haben wir jetzt die Attacke. Ende stand sie gerade. Das sollte eigentlich reichen für Sanchez Lopez. Bessere Linie. Kommt er jetzt noch links rum? Jawohl. Verliert ein bisschen an Schwung. Das wäre die Chance, ja, vielleicht genau in der nächsten Kurve, ja, den Konter zu starten. Ja, da kommt er schon. Da kommt schon der Konter. Ja, und da berührt er sich. Der lachende Dritte, der schlupft dadurch. Das war... Und das ist nicht die letzte Berührung zwischen den beiden, wenn das so weitergeht hier. Weil ich glaube, jetzt haben sie beide einen dicken Hals. Ja, das war die Sache mit dem Temperament, wie der Lopez schon mal durchgeht. Ja, es war eigentlich zu erwarten, dass an der Stelle der Konter kommt. Also wir haben es erwartet, offensichtlich Sanchez Lopez nicht. Und er wollte es nicht wahrhaben, hat auf jeden Fall zugemacht. Dann kam es zur Berührung. Also Schlegelmilch, Sanchez Lopez und Costa. Das sind die drei hier, die hier um die Position rangeln. Da geht es um 7, 8 und 9. Ja, es geht also um Punkte. Ja, und um die Pole Position für morgen. So ist es. So in diesen schnellen Kurvenpassagen, wo kein Angriff zu erwarten ist, sind die Piloten viel zu sehr mit sich selber beschäftigt. Hier nochmal die ganze Entstehung. Sanchez Lopez geht da klassisch aus dem Windschatten raus, hat die bessere Linie. Allerdings muss er die Linkskurve so eng anfahren, dass er da einen Schwung verliert. Vielleicht sehen wir das jetzt aus der anderen Perspektive. Und dann am Ende dieser kurzen Geraden kommt es da zur Berührung. Und innen schlupft die Startnummer 3 durch. Tja, und da kann der gute Sanchez Lopez mal...